Ja, Freunde, ich habe doch gesagt, mein Studio wird umgebaut. Zeit für Veränderung. Heute letzter Tag in meinem alten Studio. Hallo Leute, ich grüße euch wieder mal zum neuen Video. Schön, dass ihr reinguckt, das freut mich. Und was machen wir heute? Heute wollen wir auch rausgehen. Machen wir auf jeden Fall auch. Ich hole mir erstmal die zwei Autos her, um die es heute geht. Es geht um die beiden Autos. Ne? Heute nichts Großes in dem Sinne. Heute mal ein bisschen was Kleines. Kann man auf jeden Fall auch zum Anfänger nehmen. Ne? Also für Anfänger sind die auch okay. Das ist jetzt hier der Rallye Ranger. Ich weiß ja nicht, ob ich den behalten soll. Jedenfalls ist mit dem werden wir gleich rausgehen. Wir werden auch mit dem rausgehen. Ne? Das ist ja der Nachfolger von dem Jackie, ne? Der TR02 von Absima bzw. von Team C. Und das ist ja so ähnlicher Aufbau, fast also vom Aufbau her wie der Carbon Fighter von Rallye. Das ist ja auch ein Rallye, ne? Das ist der alte Ranger. Und wir werden dem hier, also den werden wir jetzt nur mit NIM-Akku fahren. Und den werden wir mit Lipo fahren. Mit einem Lipo-Akku. Weil ich habe hier nämlich einen neuen Motor drin. Den werden wir natürlich testen. Und zwar ist das der Nostrum, ne? Das ist der Pur 2. Und hier habe ich noch einen anderen, einen X12 von LRP. Mal gucken, wo wir den reinbauen. Ja, so sieht es von innen aus. Ich stecke jetzt noch die Funke rein und dann, ich denke, wir werden das erstmal jetzt mit dem fahren und danach fahren wir nochmal mit dem Ranger und dann möchte ich so ein paar Sachen dazu erzählen, ob sich das lohnt und ob das Spaß macht und ja, verlieren wir keine Zeit. Bis gleich. Ja, Freunde, hier ist er. Das ist der kleine Team C Buggy. 1 zu 10er. Ich habe hier eine LAP Brushless Combo verbaut. Sensor gesteuert. Mit einem Nostrum 9,5 Turns Motor. Der wird richtig ordentlich abgehen. Und ja, wir fahren hier mit 2 S Lipo. Ich bin mal gespannt, wie schnell der fährt. Auf geht's! Ja, Freunde, da sind wir wieder zurück und ich finde den ganz cool. Ne? Und jetzt apropos nochmal wegen dem Anblick vom Studio, das ist heute, ich denke mal, das letzte Mal hier in diesem Studio, weil ich habe doch gesagt, das Studio wird komplett umgebaut und das wird richtig,
richtig, also beziehungsweise ich will gar nicht so viel verraten. Ich mache da nämlich ein extra Video zu und ihr werdet das sehen. Ich werde vielleicht nochmal, ja, vielleicht können wir nochmal so einen 360-Grad-Blick hier durchs Studio machen, so eine kleine Roomtour. Wenn es anfängt, wenn ich alles anfange abzubauen, werde ich machen. Jetzt will ich nochmal was zu dem Wagen sagen. Der Ranger ist ja eigentlich vom Grund her ein guter Wagen. Was mich stört, ist aber eine Sache. Das gleiche ist aber auch beim Carbon Fighter. Und zwar ist das ja mit Kardan, ne? Und das ist eine kleine Rutschkupplung, beziehungsweise mit so einer Art Slipper läuft der. Und die kann sich mal richtig schnell verstellen. Und dann hat man das Problem, dass der, wenn man Vollgas gibt, dass das Zahnrad sich nachdreht, beziehungsweise es dreht sich, aber die Kardan vorne dreht sich nicht. Und dann ja, habt ihr nur noch ein 2WD. Das ist natürlich schade. Ne? Das ist mir jetzt aber noch nicht passiert, aber bei dem Carbon Fighter, ne? Bei dem kleinen Carbon Fighter, kennt ihr ja, bei dem ist es mir passiert einmal und deswegen habe ich dann, war mir zu blöd, habe ich den verkauft. Na, ich sag ganz ehrlich, ich will da nicht schön reden oder so. An sich sind die aber vom Preis-Leistung her und eigentlich Top-Autos. Ne? Es gibt natürlich immer bessere, aber es ist besser auf jeden Fall als Yamaha oder als Kasen. Dann haben wir hier noch einmal den hier. Ich kann mal den anderen davon herholen, den Vorgänger. Das ist der hier. Das ist der Jackie. Den gibt es, glaube ich, nochmal in weiß, blau, grün. War eigentlich auch ein schöner Wagen damals. Ich würde sagen, wir gehen erstmal doch mal, genau, wir gehen doch erstmal mit dem Ranger raus. Wie gesagt, nur eine ganz kurze Fahrt. Wir werden den hier mit einem ganz normalen NIM-Akku fahren. Ich zeige mal mit welchen. Mit dem hier, ne? Mit dem 3000er. Mit dem wollen wir jetzt fahren und ja, genau. Ich blende das kurz ein. Bis gleich. Ja, Leute, wieder sind wir draußen. Diesmal mit dem kleinen Buggy hier. Das ist ein 4WD-Buggy von Rally. Das ist der Ranger. Wir fahren ihn hier mit einer Brushhead-Kombo, nicht mit Brushless. Wir haben einen 3000er Akku und eine alte 40 MHz Fernsteuerung. Mal gucken, wie er abgeht. Auf geht's! So, Freunde, da sind wir wieder zurück. Hier könnt ihr sehen, hier ist nichts drin, ne? Das ist ein Roller. Also ich habe alles ausgebaut, auch das Servo. Weil, wie gesagt, ich will den nicht verkaufen, weil den, fahre ich auch nicht mehr. Ja, es geht nur noch darum, dass ich den auf jeden Fall behalte, weil es so ein Andenken ist, wegen meinem Kind und so. Und deswegen muss ich mal gucken, was ich damit mache. Vielleicht können wir damit auch nochmal fahren. Wie ihr seht, ich habe hier Tuning-Stoßdämpfer. Ne? Das sind damals die Stoßdämpfer aus dem Reno gewesen. Ne? Rally Reno. Und ja, die sind zwar
Ja, vorne ist das nicht so gut, aber dafür hinten umso besser. Ich bin damit auch schon gefahren. Ich weiß jetzt nicht, in irgendeinem Video auf meinem Channel kann man das sehen. So, dann haben wir hier noch ein Nitro 1 zu 10er. Das ist ein Kyosho. Ihr wisst ja, wir sind damit noch nicht gefahren. Na? Wir sind damit noch nicht gefahren, leider. Der Motor läuft aber einwandfrei. Den habe ich auch, wisst ihr auch, selber lackiert und wieder aufgebaut. Das war ja ein Wiederaufbau der Wagen. Und jetzt haben wir hier mehrere 1 zu 10er. Und ich finde 1 zu 10er gar nicht so schlecht. Also der Maßstab geht auch als Offroad gut ab, ne? Finde ich. Was findet ihr für 1 zu 10er noch toll? Ja, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ein paar Leute von euch wahrscheinlich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir werden vielleicht mal das nächste Mal werden wir mal gucken. Ich weiß nicht. Vielleicht gehen wir nächstes Mal einfach raus. Einfach nur raus. Weil wie gesagt, im Studio wird ja nicht mehr so viel hier passieren. Weil ich ja alles umbauen muss. Also die Stoßdämpfer hier, ne, die liegen schon fast, ne? Also fast. Ich finde, vorne sind die nicht so schön, ne? Man kann die auch leider nicht verstellen, also dass man die ein bisschen weiter nach innen macht, geht nicht. Das Problem ist, was ich hier habe an dem Wagen, ist der Tank. Ne, ich habe den jetzt schon mal abgeschraubt, also leicht abgeschraubt. Ich habe nämlich geguckt, der ist nämlich, der ist nicht ganz dicht und das ist das Problem, was ich habe bei dem Wagen. Ist ein schöner kleiner Motor, ne? Ein 18er und die Räder sind noch ganz neu. Ich werde den jetzt auch nicht zerschroten und verkaufen werde ich ihn auch nicht. Ne? Dafür finde ich ihn einfach zu süß. Ne? Er sieht echt klein aus. Ich muss mal gucken, was wir damit machen. Auf jeden Fall würde mich freuen, wenn ihr Kommentare schreibt. Ne? Und lasst mir auf jeden Fall ein Like da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal gucken, was wir machen. Was ich auch immer mache. Und ihr könnt mir natürlich auf Instagram folgen. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris. Ciao.